sonst und draußen heute die Offbeat. Also am besten, ihr nehmt jetzt euren Fernseher und tragt ihn auf den Balkon, denn dann kann einem rauschenden Open-Air-Erlebnis gar nichts mehr im Wege stehen. Wir sind hier in Alsdorf, einer kleinen Stadt in der Nähe von Aachen, bei Eurock 89. Es spielen zig europäische Bands, ihr hört das auch wahrscheinlich schon im Hintergrund. Und es gibt sogar Special Guests von Down Under. Aber aus aktuellem Anlass schalten wir erst einmal noch zurück nach München zu unserer Korrespondentin Susi Tsingtao und Rudy Potrudi. Susi Tsingtao, ja, können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie klar und deutlich. Alles klar, ich übernehme. Sind wir drauf? Gut. Das Thema Fastones brennt derzeit allen auf den Nägeln. Sie überziehen gerade Deutschland und Europa mit einer Tour. Hauptfastone Rudy Potrudi. Hi. So, should we go for a walk? Yeah. I know you're on tour right now. Die Fastones auf Tour, das bedeutet, man hat viel Spaß. Von der deutschen Rockszene hat Rudy bisher leider keinen Eindruck, weil sie halt auf dem Weg vom Gig ins Hotel und zurück nicht gerade viel mitkriegen. We go to a club and we do a sound check, go to a hotel, get ready for a show, go over, do a show, come back and do a show. I heard you, you're one of the... Übrigens, der Mann neben mir ist unglaublich begehrt. In Italien erreicht er in einer Zeitschrift unter der Rubrik die 15 interessantesten männlichen Persönlichkeiten den Platz Nummer 3. In Rockerilla Magazine, they voted me number 3. Out of, I think, the top 15 male celebrities, Gorbachev was number 1. Auf 1 war übrigens Gorbachev, auf 2 Bono und nach ihm kam wahrscheinlich Bruce Springsteen. Someone like Springsteen or Sting or something, I guess. I understand. So the girls are really crazy about you. Also die Frauen sind völlig verrückt nach ihm. Wie ist das eigentlich in Deutschland? Rock and roll life. Yeah, it's funny. I don't understand it, but everywhere I go, girls just take off their clothes. Also er kann das auch überhaupt nicht verstehen. Überall, wo er geht und steht, reißen sich die Frauen die Kleider vom Leib, sogar manchmal Männer. Even guys sometimes do it. And the funniest thing is that they all look at us because we're dressed. That's really crazy. So your album In Heat. Die neue Platte der Fastones heißt In Heat und wurde von Shel Talmy produziert. Ein Produzent, der schon in den 60ern mit The Who, The Kings, Manfred Mann und anderen gearbeitet hat und ihre größten Hits produziert hat. Manfred Mann, all of the biggest bands at the time, you know. Watch for that naked guy. Don't step on him. So then when we came back, I couldn't get the band back together in New York. Als Rudy nach New York zurückkam, konnte er die Band nicht mehr zusammenkriegen. Fand dann aber einen Drummer und ging nach Los Angeles, wo er jetzt immer noch wohnt. So what has changed? Natürlich hat sich dadurch auch der Sound ziemlich verändert. Außer Rudy sind schließlich alle neu. Er sagt, die Fastones seien jetzt härter. Everybody else is new, a new lineup. So it's, you know, it's not going to be exactly the same. Früher waren sie mehr vom 60er Garagensound beeinflusst. Jetzt haben sie ein paar Sachen aus den 70ern drin, klingen etwas mehr nach Detroit. Stichwort Stooges. Rudy meint, die Fastones klingen wie die Stooges, wenn die 1966 eine Garagenband gewesen wären. Along the lines of more Detroit sounding things like the MC5 and the Stooges put in there. In fact, I guess we sound more like how the Stooges would play a 1966 garage song. You have the same problems like me with the ice cream? It's really terrible, Chef. Es gibt da einen ganz netten Special Effekt auf In Heat, eine Harley Davidson, gespielt von Billy Idol. Billy Idol? Oh, we were in a studio in Los Angeles. Also das war so. Man war im Studio in Los Angeles, Billy Idol next door und seine Harley stand natürlich vor der Tür. Die haben sich dann die Fastones mal eben ausgeliehen für ihr Stück Cheyenne Rider, denn da geht es um einen Motorradclub in Schweden. Billy Idol hat es noch nicht mal gemerkt. Wahrscheinlich merkt es erst, wenn er die Album-Credits liest. We went out and started his motorcycle up and taped it. I don't think he even knows it yet. Oh, maybe you should tell him. He wants money, maybe. Well, that's why we didn't tell him. He'll find out when he reads the album credits, I'm sure. Any plans, any revolution? Irgendwelche revolutionären Ideen für die 90er? What are you laughing at? This is not funny at all. Revolutionary ideas? Well, I have thought. Also Rudy will den Rock'n'Roll wieder nach vorne bringen. Er hat die Nase voll von dem ganzen Technokram und dem ganzen Heavy Metal, Sleaze, Trash Rock Zeug.
this techno garbage and all this heavy metal sleaze, trash, rock crap. So we thought maybe we'd bring back some rock and roll for people. Yeah, you should. Go ahead. Have fun. Thank you. Thank you.